Guten Tag, liebe Leute. Ich möchte euch heute mal wieder drei Messer vorstellen, und zwar von der Firma Andux. Wie es sich unschwer erkennen lässt, handelt es sich hier wieder um Balisongs. Aber ohne langes Gerede fangen wir doch einfach mal an. So, kommen wir zum ersten. Hier ist ein Feuchtigkeitsentzieher drinne, dann ein Torx-Schraubenzieher mit zwei verschiedenen Größen. Kann man bestimmt erkennen, wenn das fixieren würde. Oder auch nicht. Dann legen wir das mal kurz zur Seite. Haben wir hier noch eine Schaumstoffeinlage und einen Holster mit der Aufschrift Andux, wie man unschwer erkennen kann. Also für mich fühlt sich das relativ gut an, also gut verarbeitet und so. Dann noch hier eine Gürtelschnalle für extrem große Gürtel. Aber naja, legen wir das erstmal zur Seite und kommen zum Messer. So, kommen wir mal schnell zu den Maßen. Das Teil wiegt 126 Gramm, die Klinge beträgt 9,5 Zentimeter, im geschlossenen Zustand 13,2 Zentimeter und im geöffneten Zustand 22,2 Zentimeter. Das Teil ist klassisch in einer Sandwich Construction aufgebaut und es hat eine Double Tank Pin Construction, die dafür sorgt, dass die Klinge auch fixiert ist. Das ist schwarz eloxiert. Und ja, machen wir es einfach mal auf. Es hat ein Spring Latch, also mit einer Feder. So. Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall persönlich ziemlich gut. Hier Torx-Schrauben. Hätte man jetzt nicht erwartet, nicht wahr? Es hat eine Double Tank Pin Construction. Ja, ich habe es falsch ausgesprochen, aber ist jetzt auch egal. Gucken wir mal aufs Handle Play. Und wie man sieht, fast gar nichts. Das ist eigentlich schon recht angenehm. Die Handles sind auch extrem dünn. Das ist für mich jetzt persönlich kein Problem. Also ich kann damit sogar besser flippen als mit so manch anderen. Ich sehe auch momentan keine kleinen oder groben Makel hier dran. Aber naja, kommen wir mal zum nächsten. So, hier wieder dasselbe. Auf die Verpackung gehe ich jetzt nicht nochmal weiter ein. Ist halt alles dasselbe. Und zu den Maßen. Wir haben 129 Gramm Gewicht. Die Klingenlänge beträgt 9,8 cm. Im geschlossenen Zustand 13,4 cm und im geöffneten Zustand 23,4 cm Länge. Es hat auch eine Double Tank Pin Construction und wie das andere ebenfalls eine Sandwich Construction. So, jetzt haben wir hier eins mit einer extrem schönen glänzenden blauen Eloxierung. Haben auch wieder ein Spring Latch. Und was mir jetzt auch erst auffällt, hier sind Jimpings an der einen Seite dran. Die sind wahrscheinlich fürs Latch, damit es dann nicht aufgeht. Wenn man damit arbeiten möchte, machen wir es mal auf. Also das Design gefällt mir schon mal richtig gut. Das spiegelt auch richtig extrem, wenn man hier schaut. Das ist meine Kamera. Hi. Also es hat auch wieder hier Torx-Schrauben drinne, kleine und große. So, also mir persönlich fallen jetzt keine Makel auf. Gucken wir mal kurz aufs Handle Play. Auch wieder minimal. Eigentlich schon richtig cool. So, legen wir das auch mal zur Seite. Und kommen wir zum letzten. Das hier wurde jetzt ohne weitere Verpackung geliefert. Ich weiß gar nicht warum. Aber naja. So, wir haben 172 Gramm Gewicht. Die Klingenlänge beträgt 10,2 cm, im geschlossenen Zustand 13,4 cm und im geöffneten Zustand 22,6 cm Länge. Es ist in einer Channel Construction, das heißt, es ist an der Seite geschlossen und es hat nur einen Pin in der Mitte, dass die Klinge dann fixiert, wenn es offen ist. Okay, und was mir direkt auffällt, es wurde nicht verschraubt, sondern genietet. Ist jetzt persönlich nicht so schön, finde ich, weil wenn da irgendwas kaputt geht, kann man es jetzt nicht nochmal so schnell nachbestellen oder nachziehen. Naja, außerdem hat es kein Spring Latch, das heißt, das klappert dann ein bisschen rum beim Flippen. Es hat eine Channel Construction. Kann man auch erkennen, hat ein paar Fräsungen drinne. Machen wir es mal auf.
So sieht das Ganze jetzt aus. Die Bohrungen sind hier oben. Wahrscheinlich soll das die scharfe Seite dann sein, aber dann frage ich mich, warum das Ledge dann hier an das Safe Handle ist. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber naja. Was mir hier direkt auffällt, sind, schaut mal genau hin. Erstens die Dicke von den Channels und dann halt auch noch, dass die unterschiedlich lang sind. Ja, und ja, mal gucken aufs Handle Play. Ja, also ist schon ein bisschen dabei, aber auch jetzt nicht wirklich tragisch. Also pflücken kann man damit bestimmt trotzdem. Naja, das Design gefällt mir relativ gut. An der Eluxierung fällt mir jetzt auch keine Störungen auf, also auf den ersten Blick nicht. Ja. Gut. Die Klinge ist ein bisschen schmutzig, aber naja, das ist jetzt auch kein Problem. Kann man ja mit einem Lappen drüber gehen. Ja. So, das war's eigentlich dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hatte es gefallen, das Review. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.